In Schwarze Pumpe ist am Mittwoch der offizielle Spatenstich für die zweite Papiermaschine der Hamburger Ringer vollzogen worden. Am Standort werden rund 370 Millionen Euro investiert und rund 200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Fertigstellung ist für die zweite Hälfte 2020 vorgesehen. Die geplante Produktpalette umfasst weiße und braune Wellpappe-Rohpapiere auf 100% Altpapierbasis. Mit einer Maschinenbreite von 7,80 Meter werden jährlich 500 Tonnen Papier erzeugt. Mit der zweiten Linie verdoppelt sich somit die Kapazität am Standort Schwarze Pumpe. 2005 war die erste Fabrik hier eingeweiht worden.